Du und dein Kind haben beide ein iPhone. Und du möchtest aktiv Einfluss nehmen auf die Bildschirmzeit und Inhalte, die dein Kind konsumiert. Nebst klar definierten Regeln solltest du auch technisch sicherstellen, dass das funktioniert. Dafür musst du zwei Sachen machen. Als erstes musst du über deinen Apple-Account einen Apple-Account für dein Kind erstellen. Und als zweites kannst du nach Bildschirmzeit, Apps, Inhalte und Käufe direkt einschränken. Ich zeige dir Schritt für Schritt, wie das geht. Um einen neuen Account für dein Kind zu erstellen, öffnest du die App Einstellungen auf deinem iPhone. Dann tippst du auf Familie unter deinem Namen. Klick oben rechts auf das Symbol, um ein Mitglied hinzufügen. Klick auf Kinderaccount erstellen. Jetzt kannst du die persönlichen Angaben von deinem Kind eingeben. Name, Vorname und Geburtsdatum. Drück auf einen blauen Button, um bestätigen, dass du volljährig bist. Zusätzlich musst du noch den Sicherheitscode von deinem Zahlungsmittel eingeben und klick dann auf Fertig. Prüf jetzt genau die Datenschutzerklärungen für die Familie und die AGBs. Wenn es für dich stimmt, drück unten rechts auf Akzeptieren. Jetzt lässt du die E-Mail-Adresse für dein Kind fest. Wenn es noch keine Adresse hat, kannst du eine neue iCloud-Adresse erstellen. Falls schon eine da ist, kannst du die benutzen. Wähle eine Adresse aus, die für dich und dein Kind passend ist, weil die kannst du nachher nicht mehr ändern. Sobald du sicher bist, klick auf Fortfahren und E-Mail erstellen. Jetzt musst du noch das Passwort für den Apple-Account von deinem Kind auswählen. Mach ein sicheres Passwort, das ihr euch beide merken könnt. Hinterlegt es am besten in einem Passwortmanager, damit es nicht verloren geht. Mehr zum Thema sichere Passwörter findest du unter dem Link in der Beschreibung. Klick auf Fortfahren. Jetzt wählst du Telefonnummern aus, die für Zwei-Faktor-Authentifizierung gebraucht wird, wenn sich dein Kind auf einem neuen Gerät mit dem Apple-Account einloggt. Wähl entweder deine oder die Handynummer von deinem Kind. So, jetzt ist der neue Apple-Account für dein Kind erstellt. Im zweiten Schritt zeige ich dir, wie du Einstellungen über Inhalt und Bildschirmzeit kannst vornehmen. Ich empfehle dir, das gerade mit deinem Kind zusammen zu machen, damit ein gemeinsames Verständnis über die Einstellungen hat. Klick auf Fortfahren zum Anfang. Hier könnt ihr Inhalte einschränken, die dein Kind sehen kann. Nutzt den Regler oben, um eine Empfehlung von Apple über die Einstellungen zu bekommen. Geh trotzdem die Liste Punkt für Punkt durch und nimm Anpassungen vor. Besonders bei Webinhalten gibt es oft Diskussionsbedarf. Klick auf Fortfahren zum Weiterfahren. Neu gibt es die Funktion Prüfen auf sensible Bilder. Das iPhone erkennt sensible Inhalte bei empfangenen Bildern, warnt davor und bietet hilfreiche Hinweise. Klick auf Fortfahren, falls du es sinnvoll findest. Aktiviere dann Bildschirmentfernung, falls du möchtest, dass dein Kind darauf aufmerksam gemacht wird, dass es der Bildschirm zu nahe an den Augen hat. Lege nachher fest, wenn das Handy gar nicht so gebraucht werden soll. Ich wähle hier den Zeitraum über die Nacht und klicke dann auf Auszeit aktivieren. Jetzt musst du einen Code kreieren, mit dem kann dann der Kinderschutz aufgehoben werden. Das heisst, wenn dein Kind noch etwas länger auf YouTube sein will, kannst du dir direkt auf dein Handy eine Anfrage schicken, die du mit diesem Code aktivieren kannst. Mit diesem Code kannst du erlauben, dass dein Kind die App entweder 15 Minuten, eine Stunde oder den ganzen Tag brauchen darf. Du hast aber auch die Möglichkeit, die Anfrage abzulehnen. Pro-Tipp: Wähl da ein gutes Passwort. Für ein paar Kinder ist es natürlich eine spannende Challenge, diesen Code herauszufinden, um sich heimlich mehr Bildschirmzeit zu erhaschen. Leg jetzt fest, ob du die App-Store-Käufe von deinem Kind immer bestätigen willst und ob du den Standort vom Handy von deinem Kind sehen kannst. Die Funktion kann nützlich sein, zum Beispiel für das Gerät von deinem Kind zu finden, falls es mal verloren geht. Wir empfehlen auf jeden Fall, sein Kind darüber zu informieren, falls die Tracking-Funktion vom Handy aktiviert ist. Denn auch Kinder haben ein Recht auf Privatsphäre. So, jetzt ist das iPhone von deinem Kind parat. Aber denk dran, es ist wichtig, dass du dein Kind gerade am Anfang beim ersten Handy eng begleiten. Tipps dazu findest du auf der Seite «Das erste Handy für mein Kind» auf Swisscom Campus. Ich bin Marcel und ich wünsche dir und deinem Kind viel Spass mit dem neuen Gerät.